Die Anrechnung von Hinzuverdienst oder Einkommen an die Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Rentenrecht ist komplex und schwierig. Alle reden immer von Altersrenten und Co. Aber ein kleines, aber wichtiges Gebiet im Rentenrecht ist die Anrechnung von Hinzuverdienst oder Einkommen auf die Rente. Es ist ein Rechtsgebiet mit vielen Tücken und Hindernissen. Oft unverständlich und auch nicht nachvollziehbar. Anhand dieses Videos und der nächsten anderen Videos werde ich Ihnen eine Übersicht zu diesem Thema geben und in die einzelnen Fragen abtauchen und Ihnen wichtige Tipps und Hinweise geben zum Thema Hinzuverdiensteinkommen an die Rente. Fangen wir einfach mal mit einer kleinen Übersicht heute an. Ich habe bewusst die Überschrift Anrechnung von Hinzuverdienst oder Einkommen an die Rente gewählt. Warum? Weil das Gesetz bei der Anrechnung von Einkommen oder Hinzuverdienst an die Rente Unterschiede macht. Unter anderem deshalb, weil wir es mit unterschiedlichen Rentenarten zu tun haben. Es gibt eine Dreiteilung, ja man kann sogar sagen eine Vierteilung im Rentenrecht, wenn es um die Anrechnung von zusätzlichen Einkünften auf die Rente geht. Das sind die Anrechnung Hinzuverdienst an die Altersrente, dann die Anrechnung Hinzuverdienst an die Renten wegen Erwerbsminderung, dann die Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes und Rente und Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, dass es unterschiedliche Begriffe gibt, wenn es um die Anrechnung von Einkünften auf die Rente geht. Und zwar haben wir den Begriff Hinzuverdienst oder Einkommen. Der Hinzuverdienst ist etwas anderes als der Begriff Einkommen, so wie es das Gesetz versteht. Deshalb merken Sie sich bitte folgende goldene Brücke. Die Anrechnung von Hinzuverdienst an eine Altersrente erfolgt nach anderen Regeln als die Anrechnung von Einkommen an die Rente wegen Todes. Der Hinzuverdienst erfasst begrifflich nicht alle Arten von Einkünften, sondern er ist sehr eng gefasst. Hingegen der Einkommensbegriff in der hinterbliebenen Rente fasst alle Einkünfte erfasst, die das deutsche Recht kennt, also sehr weit gefasst ist. So, das liegt schlicht und ergreifend auch an der Funktion der hinterbliebenen Rente. Die Unterscheidung dieser beiden Begriffe, Hinzuverdienst und Einkommen, ist extrem wichtig, weil sich hieraus Konsequenzen in der Planung für Ihre Rente und auch in der Rentenhöhe ergeben können. Das soll es erstmal zum ersten Überblick gewesen sein. Ich werde dann in den nächsten einzelnen Videos in die Erklärung der Begriffe und die einzelnen Anrechnungsvorschriften zur Rente einsteigen und Ihnen alles Wichtige dazu erläutern und erklären. Ich fange dann mit dem Hinzuverdienst zur Altersrente an und gehe dann, soweit es Unterschiede zur Erwerbsminderungsrente gibt, da auch hin und zum Schluss noch zur Einkommensanrechnung an die hinterbliebenen Rente. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de, Peter Knöppel.